Oh mein Gott. Und bitte bring mir jetzt um. Er rennt mit mir mit. Ich finde das cool. Okay, ich bin jetzt in Fintel. Und da sind überall Hunde. Und der Michael hat Angst vor Hunden, was er kennt. Der da vorne ist ja gerade davor schnurrkupft. Ja. Und es ist ein bisschen winterlich da. Bitte lasst mich leben, Hunde. Jungs, wir sehen uns in Ehrenburg. Wenn ich stirb, dann ist das Video. Und wenn ich nicht stirb, dann wird halt der Marathon gerannt. Gut, da sind noch vier Hunde. Okay, ich habe gerade Angst. Ich bin heute der Einzige, was an Marathon rennt. Einen neuen Freund gefunden. Nice dude. Okay, kurze Zwischenmeldung. Ersten 10 Kilometer sind jetzt gemacht. 56 Minuten 58. Ich habe so leise Vermutung, dass ich ein wenig zu schnell gestartet bin. Shit. Auf geht's! So, jetzt Leute, Adi und Carosolo. Grüße! Wir sind jetzt auf dem Weg, auf die Radlern. Wir laufen keinen Marathon. Wir rennen mich entgegen mit Wasser und Essensversorgung. Und ja. Sehr, da müssen wir nicht bereit sein. Fetter Kontrast am Start auf alle Fälle. Ich habe probiert, möglichst professionell beieinander zu sein. S6, Carosha. Easy! Boah, wir haben gerade einen Anstieg gemacht. Wir haben geschoben, ihr Flaschen. Und sind jetzt schon fertig. Und dann mag der Michi dann auch laufen. Stimmt. Ja, rechts, oder? Ja, rechts. Also, ja. Ich glaube, für mich ist das leichter, weil er hört ja warm im Gegensatz zu uns. Boah, ist kalt! Hast du Handschuhe mit? Boah! Ja, aber jetzt schon noch. Gut ab! Auf noch vor! Ist ja, glaube ich. Oder? Ja. Wow! Ja! Auf geht's! Ja, bist du des Wahnsinns! Er ist motiviert, die Gewaltige. Kurzes Kommentar. Wie er streng ist. Leute, ich lerne es. Ich bin sprachlos. Wundern. Schau, wenn wir wundern. Ich weiß es nicht. Circa 17,5 Kilometer. Scheiße, Leute. Ich bin Michi fast verloren. Ja, das ist ein Anstieg auch klingt. Geh raus, schau. Verwahrsehen. Ah. Der Typ läuft einfach ziemlich schnell. Jetzt hat er gerade eine Banane gekriegt. Polar ist angerichtet. Aber ja, man mag sich echt schleien. Schauen wir, ob es packt. Michael. Zück. Woo. 20 Kilometer. 20 Kilometer. Haben wir Zeit? Eine Stunde 55. Jo, jetzt haben wir wieder ein bisschen einen Vorsprung rausgeklockt. Auf mich und ganz offen sagen, er hat eher zu, oder? Ich denke schon. Mit der Zeit von wie viel hat er? 5 Minuten, ne, waren es? 5:30 kannst du sagen? Nein, ich glaube ein bisschen länger. Ja, wohl 5:30, genau. Circa, ja, eben. 5:30, er macht die 20 Kilometer hinunter, 2 Stunden. In einer Stunde 55 hat er es eben. Ja. Sheet! Hoffentlich bockt das natürlich. Ambitioniertes Ziel. So. Wir haben mittlerweile 30 Kilometer auf der Uhr. Mir vor allem. Mich hat mittlerweile 30 Kilometer auf der Uhr. Und jetzt hat ich noch gerne eine Zeit vor die Banane Shell. Was? Eine Zeit? 3 Stunden, 3 Minuten. 3 Stunden, 3 Minuten, gewaltig. Brauchst du AirPods? Nee. Okay. Ich will nicht wissen, wie sich der Michi fühlt. Ja, jetzt. Die Stimmung ist leicht am Kippen. Leicht. Leicht.
jetzt ist, zieht es sich langer, muss man sagen. Wir sind jetzt wahrscheinlich bei ca. 35 Kilometer und das ist sogar für uns langsam ein bisschen, ja. Egal, wir kriegen nichts an, das ist eigentlich ungerecht. Eindeutig. Die wahre Leistung haben heute wir abgebracht und nicht der Michi. Boah, so ein Outzone. Ja, auch schon klären, sagen wir mal schnell über deine Erkenntnis gerade auch, oder über unsere Erkenntnis. Eigentlich haben wir es viel, viel, viel schwerer wie der Michi. Der Michi braucht da lange Kilometer am Lauf, ich schalte mit dem Tempo und wir müssen alle wieder warten. Das ist eigentlich nicht gerecht. Und ich versuche. Kilometer. Ich glaube, er kann nicht mehr reden. Ja, weit. Kriegen wir Max. Danke. Kilometer. Das packt er schon mal. Komm, Michi! Woo! Nicht unbedingt verschmutzen. Bitte? 39, 36. Er heißt nur 2 Kilometer, dann hat er es geschafft. 3. Ja, fast. 2,5. Die war eine schöne Runde für noch. 2,5. Kleiner, richtiger, peinlicher Fehlerwoche. Wir haben uns verraten und haben so einen Marathonläufer in Michi verloren. Aber alles klar, ich habe gerade umgeleitet, er hat es geschafft. Wir wollen ihn nicht so. Und riesen Respekt an der Stelle. Die genauen Infos kenne ich nicht, aber es misst von 4,5 Stunden sind. Das ist eine unmenschliche, unglaubliche Leistung. Ersten Respekt, sprachlos. Wow, Vorbild Michi. Stunden hey! Respekt, Alter. Es schreit fast noch am Arm um mit dem Corona. Nächste Woche. In 2 Wochen. Nie wieder. In circa eine Woche. Oh. Ein gutes Feedback für die Instagram-Community. Streng ist gewesen. Nein, ich muss anders sagen. Es war überhaupt nicht streng. Ich kann jetzt noch anrennen. Ja, aber weißt du warum? Weil einfach auf Dauerschleife die Undercover City-Roll-Episoden gekocht hast, glaube ich. Genau, hell war das, was mich ausgerettet hat. Also wenn er so mal Marathon rennt... Hoch da weg aus dem Tirol. Ah, Jungs, ich pack's nicht mehr. Scheiße. Sauber. Du stehst da nicht mehr ausgeschlagen. Ja. Er darf in Zug nehmen, triftiger Grund. Wenn man einen Marathon rennt, hat man es verdient. Hut ab, Michi. Die bewegen sich von alleine nicht mehr so viel. Aber ich kann es jedem empfehlen. Hoch dann, da kann man sich überall dabei. Und ich sollte den Marathon in unter 2 Stunden rein. Ich bin hin, habe es auf die Story gesehen. Das wäre jetzt aber wahrscheinlich eine Weile nicht mehr drin. Ich bin am Ende. Mir ist jetzt auch gefallen, dass ich in unserem Haus viel zu viel stehen sind. Ich glaube, ich lasse mir das irgendwann Daumen drücken. Okay, Freunde, ich bin jetzt daheim. Ich sage euch jetzt kurz die Daten, und zwar um 42,34 Kilometer, 4 Stunden, 19 Minuten, 40 Sekunden, durchschnittliche Geschwindigkeit von 6 Minuten, 0,8 Kilometer.